who's that there? Who's there? Oh, it's Miss Wenan. Who's there? Oh, it's me, Miss Ries. Good morning. Guten Morgen, Frau Ries. Guten Morgen, Miss Wenan. I'm busy. Oh, das wusste ich nicht. Huh. Maybe we should make a sign outside the door or door hanger so people know that it's my room and I am busy. Ich glaube, was Miss Quinn An dringend braucht, ist ein Türanhänger für ihr Schloss, dass wir wissen, dass sie gerade beschäftigt ist. Hm. Also Kinder, lasst uns einen Anhänger für die Tür basteln, dass manche das andere wissen, wenn ihr beschäftigt seid, dass sie vorher erst klopfen müssen, bevor sie ins Zimmer kommen. Okay, what we need to prepare today are paper, pick paper, scissors, glue, a ruler and crayons. Alles, was wir dazu brauchen, sind buntes Papier, ein Lineal, Kleber, Schere, einen dicken Filzstift und natürlich bunte Stifte. Dann kann es auch schon losgehen. Okay, let's get started. First of all, choose the color you want your door hanger gonna be. Yeah, so we choose orange. You can choose whatever color you want. Next, draw this on the piece of paper. Of course, I draw by markers, but you can draw by pencil. Also, versucht euch zuerst eine bunte Farbe aus, die euch, ja, vielleicht eure Lieblingsfarbe. Dann malt ihr ein Blanko auf euer buntes Papier mit der Größe, die ihr bevorzugt. Und denkt daran, einen größeren Ausschnitt in die Mitte aufzumalen, dass der Anhänger auch durch den Knauf von der Tür passt. So now I'm gonna cut this out. Danach schneidet ihr euren Anhänger aus. To make this hole, this is what you're gonna do. You're gonna fold it a little bit like this. Cut this. And then you have a line here. From there, put your scissor here and start to cut out the circle or a hole inside a piece of paper. Um nun die Mitte auszuschneiden, könnt ihr das Papier falten, so wie Miss Quinn An es euch eben gerade gezeigt hat. Macht einen kleinen Schnitt hier an die Seite und schneidet dann das Loch in der Mitte aus. You have to make sure that this is big enough for you to put it through the door hanger. Yeah. Wie gesagt, denkt bitte daran, dass ihr die Mitte groß genug vorzeichnet, dass euer Anhänger sich auch an den Knauf von der Tür hängen lässt. So now what we have to do is only need to decorate it by crayons and if you want to, cut out some hair for your door hanger monster and glue it here. Dann kann es auch schon losgehen mit dem Bemalen. Ihr könnt eurem Anhänger für die Tür Augen machen, ihr könnt ein Monster basteln oder eine Prinzessin, auf was ihr Lust habt. Ihr könnt eurem Anhänger ein paar Haare ankleben oder zum Beispiel auch noch Ohren, was euch einfällt. Okay, as you can see here, we have a small sign here that you can write your name, so people know it's your room. Vergesst natürlich nicht, euch ein kleines Stück Platz freizulassen, vielleicht mit einem weißen Stück Papier, auf das ihr euren Namen schreiben könnt, dass auch jeder weiß, das ist euer Anhänger für die Tür. So, just remember to stick this here and start to decorate the whole part. So, as you can see, we make a little monster. It's so cute. Wir haben ein kleines Monster gebastelt, um die anderen ein bisschen abzuschrecken, bevor sie ins Zimmer kommen. Okay, so that's all we need to make a door hanger. I hope that you have fun making a door hanger. Put it outside your room, the door, and then people know that it's your room, and if you're busy, and if you're anything, if you don't want anyone to come find you, you can have a little side here
that saved there. Das war's auch schon. Dann ist euer Anhänger damit fertig. Also, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Basteln und einen guten Start in die Woche. So we hope you have a good week and stay safe. We see you later, kids. Tschüss! Tschüss.